Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Rune King. Da die Gegner in dem neuen Gebiet ein bisschen überlevelt sind, habe ich mir gedacht, machen wir doch erstmal die Nebenmission. Und ich habe hier jetzt ein bisschen rumgesucht, wo Baron zur Ruhe ist und habe hier diesen Schlachterhafen auch entdeckt, den ich sehr gerne erkunden würde. Als Sarah Fortune übernahm, hat sich das mit dem Bandengewalt verschlimmert, würde ich sagen. Okay. Naja, wir waren hier nämlich noch überhaupt nicht Richtung Tunnel. Für wen hält er sich? Ich habe mehr Horrorale an Land gezogen, als er warme Mahlzeiten hat. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen. Du bist wohl nicht auf den Schlitzer gestoßen, was? Der Trick besteht nicht darin, die Bestie aufzuspüren oder sie aufzuspießen. Der Trick besteht darin, das wilde Rodeo durch Bilgewasser zu überleben, das darauf folgt. Okay. Wo ich herkomme, haben wir den großen Bären der Stürme. Wir bitten ihn um gutes Wetter. Was hat ein Bär mit Stürmen zu tun? Die Schlangenmutter leitet die Wellen. Braum wird ihn fragen. Hat man ihn erstmal beruhigt, ist er freundlich. Ich weiß auch, um wen es geht. Und zwar um Volibear. Guck mal, da drüben ist einer, den wir... Okay, wenn man ein bisschen überlevelt ist, fangen die an, vor allem wegzurennen. Und hier drin müssten wir gewesen sein, weil hier drin haben wir gegen Pike scheinbar gekämpft. Doch, müsste gekämpft sein. Ist schon etwas her, aber... Irgendwas ist da, irgendeine Mission. Da habe ich ein bisschen was nicht benutzt. Okay, Laui hat ein bisschen auf die Fresse gekriegt. Aber da ist doch der Jordel. Den wir töten sollten. An der Stelle, als wir Pike das erste Mal gemietet haben. Ich habe keine Ahnung. Wie man das Wort gerade richtig ausspricht. Egal. Englisch eine schwere Sprache. Wo eigentlich Deutsch eine schwere Sprache ist. Haben wir sonst hier alles erkundet? Seems so. Na, dann geht's einmal nach oben. So, hier irgendwo ist was. Punkt, Punkt, Punkt. Ein stammiger Harpunier steht am Rande des Piers und blickt besorgt auf das Meer hinaus. Könnte das der Phantom erwähnte Harpunier Eloy sein? Bist du Eloy? Der Mann reagiert auf seinen Namen. Ja, ich bin Eloy. Was willst du von mir? Wer hat dich geschickt? Tommen, du hast dir Geld von ihm geliehen. Oh, Tom, es ist nicht ganz klar, ob Eloy von den Antwort enttäuscht oder erleichtert ist. Ich dachte, der Captain hätte dich geschickt. Ich kann Tom das Geld zurückzahlen. Ich muss mich nur erst noch um ein paar Dinge kümmern. Er wendet sich wieder zum Meer zu. Was für Dinge? Ach, nichts. Ich hab es nun nicht drauf, jammert Eloy. Das Glück hat mich verlassen. Wenn ich wieder rausfahre verfehle ich bestimmt wieder einen Leviathan. Verfehle. Genau. Das weiß ich genau. Nur wird dieses Mal jemand etwas zustoßen. Das habe ich im Gefühl. Gib Tom sein Geld, sonst bekommst du Ärger. Woher weißt du, dass du es nicht mehr drauf hast?
Ich glaube, ich habe nur einmal vorbeigeschossen. Ich weiß also gar nicht so genau, ob ich es nicht mehr drauf habe. Eloy vertieft sich in seinen Gedanken. Hör auf, dich zu bemitleiden. Du musst einfach nur loslegen und es versuchen. Du hast es ihm ja noch drauf, mein Freund. Oh, Braum, nicht so schnell. Vielleicht habe ich es ja noch drauf. Eine lange Pause folgt. Du hast recht, Braum. Ich habe es immer noch drauf. Wenn du an mich glaubst, sollte ich das erst recht tun. Er atmet lange aus. Danke für dein Vertrauen. Ich gehe jetzt wieder auf dieses Schiff und verlange meine Stelle zurück. Eloy dreht sich um und will gehen. Legt aber vorher noch einen Beutel mit Münzen in Braums Hand. Hier, das ist Tromens Geld. Auf dem Meer werde ich es nicht brauchen. Außerdem habe ich mir davon schon eine neue Harpune gekauft. Okay. Ha, ihr seht fies aus, aber Genkin war ein Bastard von einem Bastard. Okay. Ah, ich weiß, wo ich bin. Das war, glaube ich, ganz am Anfang, wo ich da war. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Baron zur Ruhe. Die müsste irgendwo da drüben sein, hier. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon waren. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren da noch nicht. Wo geht's denn hier lang? Tür ist verschlossen. Okay. Vertrau nie den Teufel mit zwei Mänteln. Gangling ist schon seit Jahren tot. Die Zeiten haben sich geändert. Die Priesterinnen und Händler müssen ihnen folgen. Wenn es eine ehrliche Haut im Bilgewasser gibt, dann bin ich ihr noch nicht begegnet. Mich eingeschlossen von daher. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, wir waren hier noch nie drin. Okay, was haben wir denn hier? Hallo. Eine gut gekleidete Frau wirkt an diesem Ort fehl am Platz. Sie hat ihr Essen kaum angerührt. Ich beobachte dich schon, seit du hier reingekommen bist, sagt sie. Du hast etwas an dir, das ich nicht ganz einordnen kann. Deswegen bist du vielleicht der ideale Kandidat. Wonach suchst du? Ich habe ein Problem und kenne eine gute Lösung, die für uns beide von Vorteil sein dürfte, erklärt sie. Aber hier ist nicht der richtige Ort für so ein heikles Thema. Ich schlage dir vor, wir reden anderswo weiter im Korridor, weiter hinten. Gibt es einen abgeschiedenen Sitzbereich? Darf ich dich dort erwarten? Ich muss mehr wissen, bevor ich mich auf so etwas einlasse. Ich kenne deine Neugier, verstehen und habe auch nichts anderes erwartet. Leider kann ich aus Gründen, die du später begreifen wirst, keine weiteren Details preisgeben. Wir müssen unter vier Augen sprechen, sei versichert, dass es sich nicht um einen Hinterhalt handelt. Okay, wunderbar, dann begebe ich mich dorthin. Gangplan war ein besonderes Monster. Er verwandelte Seemänner in Bestien, Verbrecher und Mörder. Ihm folgte der Tod auf Schritt und Tritt. Keine Münze wird geteilt, keine Peitschenschläge verwehrt. Alle sehen sich über die Schulter. Das war Gangplans Stadt. Könnte schwören, dass ich gestern einen Jaulfisch gesehen habe. Als Kind ist mir einmal ein Ballon, den ich festhielt, aus der Hand geflogen. Ich habe zugesehen, wie er immer höher in den Himmel stieg und wusste, dass ich ihn nie wiedersehen würde. Da ich zum ersten Mal erlebte, dass etwas verlieren und nicht wiederbekommen konnte. Ach, Menge Schluck auf. Ihr da, entschuldigt, hättet ihr einen Moment Zeit für mich? Ein Mann winkt dich herüber.
irgendwas an ihm scheint nicht zu Bürgerwasser zu passen, aber du kannst es nicht ganz ausmalen. Du bist es wirklich. Ich habe schon viel von dir gehört, sagt er. Du hast Garauhafen geläutert. Wenn sich finstere Mächte nähern, ist es unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Sonst zerstöre sie das Land. Er würde dir danken, wenn du es hören könntest. Weiter. Ich weiß viel über dich, aber du weißt überhaupt nichts über mich. Ich bin Mirim. Ich kam von Ionia hierher. Es war eine lange, ermüdende Reise, sagt er. Ich weiß nicht, wie schnell sich Nachrichten in diesen Gegend verbreiten, aber erst kurz ist ein Schiff nach Ionia ausgelaufen. Auf dem Weg begegnete es sozusagen eine Art Sturm und versank. Unsere Geschichte wäre hier zu Ende, würde die Ladung noch am Grunde des Meeres verweilen, sagt er. Eine Gruppe aus Bilgewasser wurde damit auch beauftragt, die Ladung aus den Tiefen zu bergen. Die sogenannten Bergungsläufer holten die Ladung an Land und lagerten sie hier in der Nähe. Besagte Ladung darf Ionia auf keinen Fall erreichen. Das ist extrem wichtig, sagte er in einem ganz plötzlichen ernsten Tonfall. Ich weiß, dass dir sicher viele Fragen auf der Zunge brennen. Ich entschuldige mich für meine Direktheit, aber ich habe das Gefühl, dass ich dir vertrauen kann. Damit lege ich hoffentlich nicht falsch. Aber bevor ich noch mehr erzähle, muss ich wissen, ob du mir helfen wirst. Dir gebührt mein ergebenster Dank, sagt er, als er die Hände sanft gegeneinander drückt und nickt, fast wie bei einer Verbeugung. Wir haben herausgefunden, dass die Ladung in einem kleinen Lagerhaus in der Nähe des Marktplatzes aufbewahrt wird, quasi vor aller Augen. Ich habe einen Schlüssel nachmachen lassen, den ich von einer der Wachen stibitzt habe, sagt er. Dort liegen viele Behälter, aber du wirst die richtigen schon erkennen. Sie sind mit Zeichen des noxianischen Militärs markiert. Ganz recht, wir wollen verhindern, dass Doxus etwas an einen ionischen Außenposten liefert, sagt er. Nimm das hier, das ist ein Blumenjuwel. Du musst es nur in der Nähe der noxianischen Behälter halten und schon werden jegliche waffentauglichen alchemistischen Stoffe in ihrem Inneren zunichte gemacht. Ganz einfach, kehre danach schnell wieder zu mir zurück, damit ich weiß, dass du es geschafft hast, sagt er. Ich schätze, dass die Bergungsläufer das Lagerhaus bewachen werden, also mach dich auf eine Auseinandersetzung gefasst. Bedauerlicherweise wurde ich Champions wie dir nur im Wege stehen, aber du schaffst das schon alleine, sagt er. Noxus, ich dachte, ihr Krieg gegen Ionia ist vorbei. Es stimmt, der Krieg hat vor über einem Jahrzehnt sein Ende gefunden, aber in den Außenbezirken von Ionia bleibt die Gegenwart von Noxus bestehen. Nichts ist ganz sicher, aber es gibt Gruppen, die ihre kontinuierlichen Gegenwart beobachten, sagt er. Das ist alles, was dazu gesagt werden muss. Was meinst du mit einer Art Sturm hat das Schiff versenkt? Sagen wir mal so, eine sehr örtliche begrenzte Sturm ist plötzlich aus dem Nichts aufgezogen und hat innerhalb von wenigen Sekunden die Segel zerfetzt, sagt er und unterdrückt dabei ein erinnerungsschwelgendes Lächeln. Es war eine Genugtuung. Wir machen das und... warum trägst du keine ionische Kleidung? Er lacht. Fragst du das ernsthaft? Ja, ich möchte dir dennoch eine Antwort darauf geben. Ich wollte mich mit dieser Kluft nur ein wenig... Ich halte mich mit dieser Kluft für ein wenig verdächtig. Wie gefällt dir Bilgewasser? Bilgewasser ist schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Es gibt keine Verbindung zum Land, keine Harmonie. Es ist lediglich eine Stadt voller tierischer Instinkte, wo alle ums Überleben kämpfen. Warum würde hier jemand freiwillig leben wollen, sagt er und zuckt mit den Schultern. Wie funktioniert das Juwel? Mit es wird etwas mit euch... Mit etwas alchemistischer Magie deutet er mit einem vielsagenden Lächeln an. Noxianische Chemikalien sind sehr gefährlich, aber mit etwas Alchemie können wir sie rasch in ungefährliche Stoffe verwandeln. Die Energie des Blumengewitz macht genau das. Und wer bist du? Du solltest dich besser fragen, wer aus Ionia weiß, wie man Lieferungen aus Noxus verfolgt. Man kann mit Sicherheit sagen, dass ich einen Freiheitskämpfer bin, der Ionia beschützen will. Alles darüber hinaus halte ich für unnötig ausplaudern. Ich hoffe, du verstehst das, Herr. Wir machen das und kehren zu dir zurück. Oh, und vergiss die nicht. Wir werden die ionische Küste beschützen. Du
war damals ein alter Kerl von hier, der gerne Geschichten erzählt hatte. Wie war doch sein Name? Lars? Oh genau, Lars! Man munkelt, dass ihn der Schlitzer von Bluthafen geholt hat. Oh, mein Haus ist aus Holz und meine Stiefel aus Stein. Mein Schiff ist aus Teer und mein Speer aus Gebein. Ein dritter Vers fällt mir nicht ein, also lass mich allein. Eine Frau sitzt am Tisch und starrt in ihr Glas. Sie dreht eine Münze zwischen den Fingern, verdeckt sie jedoch sofort mit ihrer Handfläche, als du zu ihr trippst. Hallo, sagt sie, erzähl mir etwas über dich. Was ist los? Oh, Entschuldigung, sie lacht. Ich muss dich um einen albernen Gefallen bitten. Hinter dieser Tür am Ende des Korridors bewacht ein Mann eine weitere Tür. Und ich würde gern wissen, was hinter der Tür ist. Oder ob auf ihr ein Symbol zu sehen ist. Es tut mir leid, mir sehr leid. Ich weiß, das klingt albern. Es ist auch albern. Aber könntest du für mich einen Blick auf sie werfen? Warum kannst du nicht selbst nachsehen? Ich hab's versucht und ihre Stimme zittert. Sie räuspert sich und nimmt sich zusammen. Ich wollte ja selbst nachsehen, was hinter dem Türsteher ist, aber er hat mich weggestoßen. Ich bin nicht in der Verfassung, um mit ihm zu reden. Klar, das kann ich machen. Sie lächelt. Vielen Dank, Fremdling. Ich dachte, dass auf der Tür ein Symbol zu sehen ist, aber ich konnte es nicht erkennen. Hoffentlich musst du den Türsteher nicht bitten, beiseite zu gehen. Okay. Was gibt es denn hier drin? Gehen wir als erstes hier rein. Hallo? Wo ist der verdammte... Bei der bärtigen Dame. Was ist in meiner Küche los? Oder was hat er gesagt? Wenn mich noch in der Küche stört, dann schwöre ich bei der bärtigen Dame. Ich habe keine Zeit für dich. Geh mir aus dem Weg. Der Koch ist zu beschäftigt, um sich überhaupt um dich zu kümmern. Frage, warum er so schlecht gelaunt ist. Warum bin ich so schlecht gelaunt? Weil ich von Idioten umgeben bin, die keine Ahnung von meinem Beruf haben. Und jetzt raus hier, bevor ich dich in einen Topf stecke. Langsam Abstand nehmen, ohne Augenkontakt herzustellen. Fragen zu seiner Person stellen. Wer ich bin? Jemand, der viel zu talentiert ist und zu hart gearbeitet hat, um sich zu schinden, nur damit ein paar Idioten mit ungeschulten Daumen etwas zu essen bekommen. Langsam Abstand nehmen, okay. Das Gebiet untersuchen. Auf den ersten Blick sieht alles völlig normal aus, doch bei näherem Hinsehen fällt dir auf, dass diese Küche etwas nicht stimmt. Er murmelt El-Kir vor sich hin, doch du bemerkst ein Glas mit der Beschriftung Hafenrattensoße. Das Wort Hafenratte wurde jedoch weggekratzt und stattdessen El-Kir darüber geschrieben. Dieselbe seltsame Beschriftung siehst du auch an einem Eimer voller Fische. Du verkaufst Hafenrattenfleisch doch nicht als El-Kir-Fleisch, oder? Tue ich was? Er sieht nervös aus. Natürlich nicht. Hast du den Verstand verloren? Was für ein Koch wäre ich denn, wenn ich das täte? Darauf hinweisen, dass bei vielen Behältern das Wort Hafenratte abgekratzt und durch El-Kir ersetzt worden ist. Zuallererst hast du keine Ahnung, wovon du da redest. Verschiedene Küchen verwenden unterschiedliche Beschriftungsarten, entgegnete er mit leicht zitternder Stimme. Und zweitens gibt es kaum einen Unterschied zwischen El-Kir und Hafenrattenfleisch. Wolle und Haar, mehr nicht. Außerdem merkt das Gesindel da draußen sowieso keinen Unterschied. Missbilligen, den Kopf schütteln. Großartig, noch ein Punkt für meine Problemliste. Ein neugieriger, unterbelichteter Jammerlappen. Lass gut sein, okay? Mach dich vom Acker. Ah ja. Ah ja, okay. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Entschuldige, was ist denn dieses Gericht, das du denn mit mir gebracht hast? Das ist ein Matroseneintopf, den ihr bestellt habt. Den ich bestellt habe, ja? Da sind doch Schalentiere drin. Ich habe gesagt, ohne Schalentiere. Geh mir aus den Augen. Ja, mein Herr. Bring mir etwas Gutes aus der Küche. Wie kann er nur so unhöflich sein? Ein schäbig gekleideter Mann sitzt alleine an einem Tisch. Er hebt eine Augenbraue, als du dich näherst. Ich bin hier Stammkunde, aber einige dieser Leute, die hier ein- und ausgehen, sind selbst mir ein Rätsel, sagt er. Welche Art von Rätsel? Die Art, die dir auf dem Markt ein paar Münzen einbringt.
würde ich beobachten, die Leute, und was ich gehört habe, könnte in den falschen Händen für Unheil sorgen. Währung anbieten. Wären 10 Münzen angemessen? Er nimmt das Geld gierig entgegen. Ha, du Trottel, ich hätte ein Geheimnis auch für eine Fischgräte preisgegeben, aber jetzt ist es zu spät. Oh nein, da habe ich aber einen schrecklichen Fehler gemacht. Die Tür hinter mir ist äußerst merkwürdig. Ich habe noch keinen Angestellten der Taverne hindurchgehen sehen. Nur ein paar Leute, die nichts Gutes am Schädel führen. Für diesen Unsinn habe ich 10... Ja, in der Tat merkwürdig. Doch Moment, neben dem Türknauf ist ein exotisches Symbol zu sehen. 2 gekreuzte Dolche. Was kann das bedeuten? Ich habe ein solches Symbol noch nie zuvor gesichtet. Bekommen. Und es kommt noch besser. Vor kurzem habe ich ganz in der Nähe einen Mann gesehen, der die Tür nicht nur geöffnet hat, sondern auch noch einen Schlüssel mit demselben Dolch-Symbol bei sich trägt. Dieser Kerl, der sich wegen der Scheintiere beschwert hat, ist nicht so laut und verrätst du uns noch beide. Dann ist es vorbei mit den Herumlungen, flüstert er dir laut zu. Aber ja, das ist er. Ich glaube, das war tatsächlich irgendwie nützlich. Er zwinkert dir zu. Überlege dir gut, wie du deine Tage verbringst, sonst bringen sie sich hinters Grab. Meine Güte, der Typ an der Wand starrt mich die ganze Zeit an. Richtig abartig. Oh Mist, hat er zu mir geschaut, als ich rübergeschaut habe? Ein Großteil des Schiffscrew besteht aus Unglücksraben. Leute aus dem Elendsviertel, die am Verhungern waren, im Bars sich besinnungslos tranken oder in ihrem Bett einschliefen. Gangplank führte sein Schiff und Bilgewasser mit Gold, Peitschen und Schwerter. Das Gold war für ihn, der Rest für uns. Viele lieben das Meer, aber nur Narren wollen für Räuber den Seebären spielen, keine Ahnung. Mehrere unterschiedliche große Flaschen liegen sorgfältig platziert auf den Tresen. Auf ihrem Etikett ist ein Plünderkrabbe abgebildet, die Scheren in die Luft streckt und zu beiden Seiten von einer Auster flankiert wird. Bist du müde? Nimm dir doch einen Stuhl und probier ein Schlückchen unseres Seefahrersprudels, sagt der Mann am Tisch. Was auch immer dein Angebot ist, ich will es nicht haben. Was ist da drin? Schön, dass du fragst. Unser Getränk wird aus Meerestieren aller Art gewonnen. Muscheln, Austern, Plündergraben, Aale. Wir mischen ihre charakteristischen Geschmack mit ein bisschen Sprudel. Im Grunde handelt es sich um ein Getränk, das nach Fisch schmeckt. Wie um alles in der Welt kommt man auf die Idee, ein Getränk mit Fischgeschmack herzustellen? Eine leidenschaftliche Antwort, doch ich versichere dir, dass der Geschmack nicht zu stark ist, erwidert er. Einen Schluck probieren. Der Mann gießt ein wenig Flüssigkeit aus einer offenen Flasche auf einen Unterteller. Der Fischgeruch ist sehr intensiv und wird durch ein anderes Aroma ausgeglichen. Als du die Flüssigkeit schluckst, verbleibt der Geschmack nicht nur im Mund, sondern wird immer intensiver. Also was sagst du? Dieses Gesöff ist schrecklich. Wunderbar. Ah ja, sehr gut, sagt er. Nimm das Geld zahlen. So. Wunderbar. Okay. Siehst du die Frau da? Ich glaube, sie himmelt mich an. Sie stand hier einfach nur herum, lässig herum. Und dann hat sie sich hingesetzt. Wahrscheinlich, um mich aus der Nähe zu begutachten. Lässt die Muskeln spielen. Okay. Nein, ich bin weg von dir. Ein einsamer Gast sitzt in einer großen Separe und murmelt vor sich hin. Dann bemerkt er dich und sagt, ich dachte, du wärst schon wieder die verdammte Bedienung. Schleich dich doch nicht so an, du kleiner Aal. Warum er so wütend ist. Warum magst du keine Scheintiere? Den Tisch untersuchen. Willst du das wirklich wissen? Fragt er zornig. Ich kann dir das sehr genau beschreiben, ja. Ich mag Scheintiere eigentlich schon, aber es kommt zwischen ihnen und mir oft zu Unstimmigkeiten. Es beginnt mit einem Rumoren, aber was danach kommt, ist nicht schön. Warum er so wütend ist. Er hält dir seinen Teller hin. Siehst du hier etwas? Siehst du hier einen saftigen, frischen Fisch? Liegt da ein Schlingfisch auf meinem Teller? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja blind vor Hunger, aber ich sehe auf dem
Tisch, nirgends Tisch. Man kommt mit dem Magen an den Kniekehlen hier her und wird quasi als Geisel gehalten. Der Service hier war schon immer unterirdisch bei der bärtigen Dame. Den Tisch untersuchen. Auf dem Tisch liegt ein Schlüssel, auf den zwei gekreuzte Dolche zu erkennen sind. Was starrst du so? Willst du meinen leeren Teller? Nimm ihn ruhig mit und hau ihn diesem kompetenten Koch um die Ohren. Nach dem Schlüssel fragen. Was zur Hölle geht dich das an? Wenn deine Hand auch nur in die Nähe des Schlüssels kommt, hack ich sie dir ab. Bei der bärtigen Dame, knurrt er. Dir fallen die gekreuzten Dolche auf, die an der Seite seines Halses eintätowiert sind. Das Symbol ist das gleiche wie auf dem Schlüssel. Kann ich dir diese Schlüssel abkaufen? Ja, kannst du. Und weil ich dich so mag, mache ich dir ein besonderes Angebot. Er lächelt und lässt seinen Goldzahn aufblitzen. Das kann ich mir nicht leisten. Verstehe. Nun, dann sind wir hier fertig. Die Schüssel Gast holen. Okay. Aber wie es weitergeht, seht ihr erst im nächsten Part. Bis dann und bye bye.